Am anderen Morgen, die Pfiffe hatte ihren freien Tag, beschloss man, Professor Freud aufzusuchen. Die kleine Mutzenbacher, durch ihre krankhafte Angst vor den Männern sichtlich in ihrer Karriere behindert, war sofort begeistert, als Kathy ihr den Vorschlag machte, gemeinsam zu dem berühmten Professor zu gehen, um sich psychologisch analysieren zu lassen. »Glaubst, muss man sie da ausziehen?«, fragte sie die neue Freundin. Kathy blätterte in ihrem Guide through Vienna, konnte aber keine befriedigende Auskunft finden. »Na ja«, bemerkte Fifi, »es wird schon nicht schaden, wenn ich mir trotzdem eine frische Wäsch nehme.« Da keines der beiden Mädchen wusste, wo dieser weltberühmte Gelehrte wohnte, bestiegen sie einfach die nächstbeste Straßenbahn und fragten den Schaffner. Dieser, ein gütiger Mensch und bereits am frühen Morgen leicht betrunken, starrte eine Weile vor sich hin, dann sagte er lallend, »Fred, kenne nicht.« Er pflanzte sich auf und rief, während sein Oberkörper hin und her schwankte in das Wageninnere, »Kennt jemand von den Herrschaften an Fred?« »Professor Sigmund Freud«, korrigierte Kathy. »An Professor Sigmund Freud«, wiederholte der Schaffner laut und zu Kathy gewandt. »Wenn er Sigmund heißt, muss er ein Tiroler sein. In dem Fall müssen sie nach Innsbruck fahren. Da fahren wir aber nicht hin. Nur da werden wir sehen.« Doch niemand kannte an Professor Sigmund Freud. Lediglich eine besser gekleidete Dame glaubte sich zu erinnern, den Namen schon irgendwo gehört zu haben. »Ist das nicht der bekannte Frauenarzt?«, fragte sie Kathy. »Nein«, antwortete das Mädchen. »Sigmund Freud ist der Erfinder der Psychoanalyse und Österreicher.« »Psychoanalyse?«, erwiderte die Dame und rümpfte die Nase. »Das ist doch diese Schweinerei mit den sexuellen Träumen und dem Ödipuskomplex. Pfui Teufel, nein, mit so etwas will ich nichts zu tun haben.« Sie wandte sich ab und blickte zum Fenster hinaus. In diesem Augenblick stieg ein junger Neger ein. Der Schaffner fragte auch ihn, »Wissen Sie vielleicht das Haus von dem Professor Freud?« »Berggasse 19.« Der Farbige hatte nicht einmal nachdenken müssen. »Haben Sie gehört? Berggasse 19 wohnt er. Da fahren Sie mit der Zwarerlinie bis zur Währinger Straßen und wo die Straßenbahn die Kurven macht, steigen Sie aus und gehen an die steile Gaslobe. Und dort finden Sie dann Ihnen Fred. Muss schon ein rechter Sau sein, der Fred, wenn einem gerade nur ein Schwarzer kennt.« Eine Viertelstunde später standen die beiden Mädchen vor dem Hause des berühmten Gelehrten. Sie betraten einen dunklen Flur, gingen weiter durch eine Glastür, kamen schließlich in einen hübschen Hof, in dem ein Springbrunnen mit einer kleinen nackten Marmorfigur stand. »Schön ist da«, bemerkte Fifi ehrfürchtig, »wenn ich da an das goldene Fasel denk.« »Suchen Sie jemanden?«, fragte plötzlich eine männliche Stimme. Die beiden Mädchen fuhren herum. Jetzt erst sahen sie hinter einem Fliederbusch einen Herrn auf einer weißen Bank sitzen. Er musste sie wohl schon seit ihrem Eintreten in den Hof beobachtet haben. Nun erhob er sich und fragte Kathy, »Sie sind Ausländerin, nicht wahr?« »Ja«, antwortete Kathy verblüfft. »Ob man ihr das ansah?« Der Mann trat einen Schritt näher. Er hatte ein vornehmes Gesicht und eine Brille mit Goldrand. Kathy schätzte ihn auf etwa 50 Jahre. »Und Sie sind wohl Verehrerinnen von Professor Freud, stimmt's?« »Nicht nur das«, sagte Kathy. »Wir möchten auch gerne in einer persönlichen Angelegenheit mit ihm sprechen.« »Sie wollen also von ihm analysiert werden«, rief der Herr und musterte die beiden Mädchen durch seine Brillengläser. »Haben Sie schon einmal mit ihm zu tun gehabt? Wissen Sie, wie er aussieht?« »Nein«, erwiderte Kathy. »Zu tun haben wir noch nie mit ihm gehabt. Und wie er aussieht, ich glaube, er hat eine kurze weiße Bart.« »Haben Sie gewiss ein altes Foto gesehen? Jetzt trägt er keinen Bart mehr.« Der Herr sah die beiden Mädchen noch einmal durchdringend an. Dann trat er einen Schritt zurück und machte eine Verbeugung. »Gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Dr. Sigmund Freud.«